Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, Assassin's Creed Valhalla. Ich kann es schon spielen und ich freue mich mega, dass ich es jetzt noch spielen kann. Ich dachte, es kriegt den Key erst morgen, aber ich habe ihn doch jetzt bekommen. Und jetzt dachte ich mir, hey, spielst du mal ein Stündchen rein und guckst mal, ob noch alles so klappt, wie du das willst. Und vor allem wollte ich auch mal gucken, ob ich auf höchsten Einstellungen spielen kann. Ob meine alte Mühle das hier noch schafft. Also ich hoffe es. Es hat auf jeden Fall ziemlich hohe Anforderungen und ich weiß jetzt nicht, wie das so hinhaut mit Streaming und auf volle Bulette spielen. So, Helligkeit, Kontrast, das kann erstmal so bleiben. HDR aus, ja, das mache ich gleich. Maximale Leuchtkraft, ich übernehme erstmal. Ja, werde ich ja gleich gucken, ob es laggt. Ich hoffe, er schafft es noch. Denn ich muss ich leider auf mittleren Einstellungen spielen. Persönlich ziemlich scheiße finden würde. So, an. Ja, ich spiele mit Controller. Loot-Effekte an. Das kann auch alles so bleiben. Untertitel lassen wir auch mal an. So, dann gucke ich mal, was der Computer noch so schafft, wa? So, ja gut, der geht schon auf extrem hoch, wunderbar, ja, das wollen wir doch. So, 60 FPS, Anti-Aliasing lasse ich auf Adapt, sehr hoch, kriege ich das noch höher, sehr hoch, extrem hoch, extrem hoch. An. Hoch. Ja, dann haben wir es doch auf extrem hoch, wenn das mir sogar empfiehlt. Wunderbar, geil. Gut, ja, dann... Ist so alles geklärt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, 4K spiele ich natürlich nicht, weil wozu? Ich habe keinen 4K-Monitor. Aber wir spielen auf extrem hoch und das ist doch was. Muss nur noch der Stream flüssig laufen und dann ist alles cool. So, Entdecker. Ja, normal wie immer. Berserker, sehr schwer, Standard. Für Spieler, die eine harte, aber faire Herausforderung suchen und die Einstellung Berserker genau richtig. Du kannst den Schwierigkeits jederzeit ändern. Dann gehe ich mal auf Berserker, wa? Oder erstmal auf Wikinger, aber ich weiß nicht, vielleicht wird das zu einfach. Eine ausgeglichene Kampferfahrung für alle, die in die Wikinger-Legung eintauchen wollen. Ja, komm. Wenn es zu leicht wird, machen wir, oder? Ich spiele eigentlich auch immer gerne auf schwer, aber. Ach komm. Schwierigkeit schleichen lasse ich aber auf Standard. Oder machen wir auf leicht, wenn wir schon auf. Nee. Ja komm, Standard. Ja, und jetzt viel Spaß beim Intro. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir. Grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen.
Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. So, da sind wir noch als kleiner Butschi. Wie ihr sehen könnt, das Spiel scheint flüssig zu laufen. Bloß immer blöd, dass der Sound weggeht, wenn ich F2 drücke. Das passt mir irgendwie gar nicht. Das muss ich mal ändern. Wer bist du, ja, kleine Dränger? Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so, siehst ihm in die Augen und sagst: König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Cool, wollen wir eine Runde tanzen? Ja. Yeah. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Ja. Der gute nordische Tanz. Ja, du getanzt. Scheinen ja alle ziemlich gute Laune zu haben. Ich glaube, noch haben sie gute Laune. Aber wie man ja Assassin's Creed kennt, wird ja gleich irgendein Bullshit passieren. Und dann haben sie alle keine gute Laune mehr. Was kann ich denn hier noch machen? Ach, hier kann ich auch nur tanzen. Also besoffen hier. Alter. Holmgeier. Oder Holmgeier. Na nö. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Was? Kein Met? Valka Seda wird durch meinen Hammer. Hab ich ihn jetzt gemacht? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Geh. Überbring das Geschenk. Ja, die Rossa, die erinnert mich ein bisschen an Aloy aus Horizon Zero Dawn.
Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odin Speed und Stärke bringt. Den musst du mir bringen. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Der Fall haltet der Helde wacht. Das Horn der große. Ja, das mit den Soundbugs, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich lasse die Cam jetzt einfach an, es geht leider nicht anders. Wow! Alter, wow! Du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Wow, das fängt ja schon mal very awesome an. Oh, guck mal, die Nordlichter da am Himmel, geil. Wow! Ich wollte gerade noch sagen, wie geil die Nordlichter am Himmel aussehen. Oh, Hammer, Alter.
Nein, Atreo! Atax! Atreo war ja nicht das Pferd. Pet, Alter. Jetzt was machen müssen? Computer abgestürzt. Das verdammt. Ich sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter. Ja, Layla kennen wir noch aus Assassin's Creed Origins und Odyssey. Sicher? Die gute Layla. Das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Alright, Standard. Der Animus greift auf den jeweils stärkeren weiblichen oder männlichen Datenstrom zu. Du kannst diese Einstellung später ändern. So, ja, ich will auf jeden Fall einen männlichen Charakter. Bitte. Okay, ich geb's ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Ups, ups. Albor. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? So, durch ihre gebunden. Kann ich schon was machen? Mal ein bisschen mit der Tasse, mit der Steuerung vertraut machen. Die Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen.
Ja, flüssig läuft's auf jeden Fall. So kann ich sneaken, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Genau. Ich finde auch gut, dass man nicht immer so lange gedrückt halten muss, um zu plündern. Also man kann hier quasi zack, 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 zack und dann hebt er das auf. Mal blöd, wenn man immer gedrückt halten muss, das ist alles Zeit. So geht das hier schneller hier. Ich fühle mich besser, stärker. Und vor allem soll es auch nicht wieder 10.000 Waffen geben. Ja, das war so furchtbar in den anderen Teilen. In jeder Ecke eine neue Waffe, ja. Da wirst du ja bekloppt, ja. Oh, wie schön das hier ist, ja. Ein bisschen Schnee. Berlin schneidet ja leider nicht mehr. So, gucken, ob ich hier reinkomme. Hey, ich komme hier sogar rein. Kann ich eigentlich noch eine Fackel? Ah ne, hier habe ich den Adler, okay. Fackeln? Nee, Fackeln kann ich nicht anzünden. Die Musik ist auch voll schön. So, ich gehe erstmal Richtung Aussichtspunkt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Klettern ist. Ja, man muss sich hier immer mit Nahrung heilen. Das habe ich in den Review-Videos gesehen. Deswegen kann das ja nicht schaden. Ah, Proviant ist voll, okay. Ja, kann ich leider nicht aufheben. Megablick, okay. Neues Gebiet entdeckt, okay. Oh, wie schön das hier ist, ja. Genießt das gerade voll, Leute. Ohne Scheiß. Oh, die Aussicht jetzt. Oh, ich vermisse Schnee. Mann, ich will auch wieder Schnee haben. Schön Schneemann bauen, schön rodeln. Todessprung? Nein! Okay, das ging nochmal gut. So, snacken wir uns erstmal das Fragezeichen. Ich hier nochmal fokussieren? Ne. Hier unten ist auf jeden Fall ein Häuschen. Einer hoffentlich. Kann ich hier nicht so ein Sneaky.
geht gar nicht. Ich kann hier gar nicht so ein. Ah, muss wahrscheinlich schon lernen. So, mehr gibt's hier nicht zu holen. Nahrung haben wir ja voll. So, wir haben unseren ersten Kill gemacht. Wie geil ist das denn? Erinnert auch ein bisschen an Skyrim, oder? Sagt man nicht, Leute. Bisschen? Ja, Skyrim ist halt auch sehr nordisch. So, sprinten kann ich auch. Oh, ist das schön. Ob hier noch was ist? So, find's Leere. Klötwis-Befehle. Rigolf, bereite Varens Kind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Klötifi, ja. Klötifi, ja. Was auch immer Klötifi heißt. Finde und rette deine Besatzung. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Leite mich. Ach, markieren geht nicht. Ach so, okay. Die werden sofort angreifen. Sind es nur zwei? Er schlug allein eine 20-Schaft oder mehr. Besser die Augen offen. Scheiße. So, wie kann ich denn eigentlich blocken? Hab ich noch gar nicht rausgefunden. Ich kann auch gar nicht ausweichen und so. Ach doch, hiermit. X. Einer Grafikfehler. Oder soll das so sein? Nee, ich glaube nicht. Aber trotzdem schön. Grafikfehler müssen ja auch mal sein. Ob hier noch was Geiles ist? Nee, das soll so sein, wa? Der Wind quasi. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Ja. Alter Hund, du lebst? Ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand.
Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Schlacht um die Nordwege. Hier leuchtet aber immer noch was. Ich will da mal hin. Es scheint das Dorf zu sein, oder? Nee, das ist alles im Dorf, okay. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. So, dann gucken wir mal. Hier sollte ich vorsichtig sein. So, hole ich mir den hier? Den hole ich mir. So, ich denke mal, ich werde in Richtung Bogen gehen. Alright. Kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich habe hier meinen geilen Vogel. Ja, das kennt man ja noch. Hier drin ist bestimmt noch richtig was los. Was will denn der mir sagen? Das Gold oder was will der mir hier sagen? Finde und rette deine Besatzung. Die kann ja nur hier drinnen sein. Das Langhaus. Eine Mannschaft sollte da drin sein. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. So bestimmt ein Fenster. Wurde wohl verriegelt. Hat wahrscheinlich irgendeiner einen Schlüssel. Ah. Kohlebarren.
Dennoch sollte es eine Öffnung geben. Dann gucken wir doch gleich mal. Weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. So, sneaken, 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 sneaken. Shit. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Versucht er ja. Stirb, du niederer Abzaun! Komm da! Was? Alter, ich bin schon tot? Okay, Alter, ich glaube, ich stelle doch mal lieber auf normal. Die hat mir eine gegeben und ich bin tot, ja? Ich habe vergessen, mich zu heilen, wa? Okay, das ist doch ein bisschen zu krass. Warte mal, Hauptmenü. Nee, Alter, da habe ich den Mund zu voll genommen. Waren hier Schwierigkeitsgrad. Mach ich mal lieber auf Standard. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Hör zu, niederer Abschaum! Hab ich dich. Oh, Alter, das Kampfsystem ist ja mega, ja. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn
ich mein Leben gebe. Verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Durch ihre gebunden. Los! Was? Oh, ja, natürlich. So, dann befreien wir die mal schnell. Oh, neue Kleidung. Da gucke ich doch gleich mal. Inventar. Kann ich das eigentlich verwerten? Nee. So, dann holen wir die mal raus hier. Du hast gekämpft, Wolfsmann. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So, das machen wir jetzt noch, Ladies and Gentlemen. Dann mache ich aber erstmal Feierabend. Und morgen kommt dann der richtige Stream. Ich wollte einfach nur mal reindaddeln. So viel ist ja jetzt auch nicht los um diese Uhrzeit. So, da kommen sie schon. Wow! So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Boah, das Kämpfen macht mega Spaß. Mal gucken, wie lange ich das noch. Wie lange mir das noch Spaß macht. Wow! Kann ich mich eigentlich heilen? Ah, so. Ah, fuck. Kann ich eigentlich blocken? Hab ich immer noch nicht rausgefunden. Musst du schon X lernen. Alter, ich hab doch vorhin so viel Nahrung aufgehoben. Sind die schon wieder leer? Habe ich eigentlich kein Schwert gerade? Bin ich blöd? Gar kein Schwert ausgerüstet. Wer macht denn sowas? Warte mal. Ah.
Man kann nur eins tragen. Schild oder Schwert. Geht eigentlich auch beides? Naja, das finde ich schon noch raus. Down, okay. Der ist down. Wo haben wir alle? Nee, warte mal, wir müssen ja... Warte mal, da ist noch was. Ich töte dich. Stark, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heim. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht schwingen, sondern rudern. Aber warte mal, 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 warte mal. Hier ist immer noch was, das will ich noch haben, was da so leuchtet. Hier sind auch noch welche, wa? Wie lange noch, Blutsack? Regel nach vorn, Berg, ja, aber erstmal will ich gucken, was da leuchtet. Häuser kann ich doch hier bestimmt auch noch plündern. Ich glaube für den Anfang. Am Anfang sollte man das auch tun. Ja, frag mich nicht, warum die Büsche manchmal so komisch aussehen, ja, also. Ich hab vorhin noch einen aktuellen Grafikkartentreiber runtergeladen, daran kann es nicht liegen. Aber vielleicht kommt ja noch ein Patch, der das behebt. Das wäre 4 zu 4 aufzusammeln. Hallo. Den habe ich ja vergessen. So, jetzt will ich aber wissen, was da ist. Ja, ein Pferdchen habe ich leider noch nicht.
gehen, was das ist. Wolf, komm her. Doch kein Wolf. Da hinten ist ein Wolf. War noch Pfeile? Ja, 4 Stück. Ich glaube, hier waren wir vorhin schon. Lesen. Nachricht der Geächteten. Bestätigte Coyote kött wie nicht um die Wölfe. Lassen uns in Frieden. Leben und Land des Raban-Clan gehören uns. Scheiße, war doof. Gold ist hier, Gold. Wenn sich das nicht gelohnt hat, Leute, hier nochmal hinzugehen. Oh, ich hoffe, ich kann ihn nicht einbrechen. Ist das so clever? Nee. Ich glaube, ins Wasser sollte ich lieber nicht, wa? Ich mir an mein Ass ab, das will ich nicht. Ich glaube, die Sachen hier, die sind hier nicht umsonst. Ja, das wird wohl nichts. Muss ich wohl hier rum? Ich glaube, an den Eisbrocken, da rutsche ich ab. Wow. Nein, du sollst darüber. Eder, Alter. Der will nicht. Der will nicht. Hier hoch? Ja, nee, das geht natürlich nicht. Oh, wie komme ich denn da hoch, Leute? Eine gute Idee ist. Ah, okay. Jetzt bin ich hier schon mal. Ah! Da ist die Leiter. Ah, hier kommst du. Hier an dem Ding kann er nicht hochklettern. Doch, kann er. Wunderbar. Mehr wollte ich doch gar nicht. Man nicht alles zur Kohlebahn macht. Silber liegt hier auch noch rum. Ja, ins Wasser springen sollte ich lieber nicht, wa?
scheiß drauf. Oh mein Gott! Aber ich glaube, im Wasser kann man nicht so lange bleiben, weil das kalt ist. Macht auf jeden Fall Sinn. So, da leuchtet auch noch was. Das will ich auch haben. Gibt's auf jeden Fall noch eine Menge zu entdecken, wa? So, ich guck mal kurz auf die Map. Painkiller. Ja, die Insel, Alter, die werde ich auf jeden Fall noch erforschen. Hier komme ich gerade. Reichtum. Sag mal. So, oh, wie schön der Schnee ist, ja. Ich vermisse Schnee, wirklich. Leute, es ist voll blöd, wenn es nicht mehr schneit, ja. Ich kenne das ja noch, wo ich ein Kind war, ja, aber... Sorry, aber gibt es Erfahrungspunkte? Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Leder, ah, okay. Ja, typisches Ubisoft-Spiel, Tiere töten. Dafür wäre ich auch noch belohnt, ja. Aber ich will nicht so moralisch an die Sache rangehen. Sind ja Gott sei Dank nur virtuelle Tiere. Aber ich finde schon, dass man in Ubisoft-Spielen sehr viele Tiere tötet. Jetzt kriege ich neue Pfeile, das freut mich. Kann ich wieder Tiere töten? Puh. Okay, ich müsste da quasi rüber. Okay. Ja gut, da wird ja wohl wird dann unser Ziel sein, Leute, oder? Okay. Ja gut, dann ist Quatsch, ja. Da werde ich ja wohl mit dem Boot hinkommen. Aber ein bisschen was haben wir noch gefunden, vor allem noch eine Kohlebahn. Zu langsam. Ja, Leute, und morgen kommt dann auf jeden Fall der richtige Stream. Ich denke mal so, ab 19 Uhr werde ich dann anfangen. Vielleicht auch schon 18 Uhr. Da werden wir dann richtig lange spielen, aber heute natürlich nur mal kurz zum Reingucken. Ich wollte mal gucken, ob es klappt, ob ich auf höchsten Einstellungen spielen kann, ob der Stream flüssig läuft und so. Und er scheint ja wirklich flüssig zu laufen. Und morgen suchen wir dann richtig, ja. Boah, guck mal. Wölfe.
Weil ich es hier leider aufgescheucht. Ey, warum greifen die mich nicht an? Finde ich auch ganz gut so, dass die mich nicht angreifen. Alter, haben die scheiß Wölfe mich in Odyssey genervt, ja? Hat der richtig gesackt, ja? So, Proviant ist voll. Das ist doch schön. Ja, also wenn er Bock hat, wenn ihr Bock habt, schaltet morgen ein. 17, 18, 19 Uhr geht's hier los. Ich werde auch gleich den Stream beenden. Oh, guck mal, der hat auch richtig Schnee an den Füßen, finde ich super. Geht, ist doch super. Ja, ich werde auch langsam müde, aber ja, wie gesagt, morgen ist dann der richtige Stream. Heute war alles nur mal so zum Reingucken, bisschen das Intro spielen, Tutorial, bisschen Gefühl. Und ich muss sagen, der erste Eindruck ist schon mal sehr positiv. Auf jeden Fall super mit dem Schnee und finde ich richtig schön. Das finde ich schön. Wirklich bis jetzt ein schönes Spiel. Ja, Leute, also an der Stelle mache ich Feierabend. Ich wünsche euch eine gute Nachtruhe, war. Schaltet dann morgen ein und bedanke mich ganz herzlich.